So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar habe ich letztens, als ich einkaufen war, mit Pupsi im Kaufland gesehen. Da gab es was reduziert um 50%. Da hat der alte Riechkolben zugeschlagen. Das musste ich mir unbedingt gönnen. Was ist da los? Was machst du da? Lässt du den Pfann in Ruhe? Uah. Jetzt ist auch noch das Handy rausgefallen, natürlich wieder in den Fressnapf. Auf jeden Fall, was macht der? Geht es hier um Asia Frische Box, Gyoso, Gemüse. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Möchte ich mal probieren. Das sind Maultaschen oder irgendwas anderes. Frische Teigtaschen mit 66% gemüsehaltiger Füllung und Sojasauce, ja. Die waren jetzt nur haltbar bis zum 23.05. Die kosten normalerweise 3,49 Euro, waren reduziert auf 1,74 Euro. Jetzt wollte ich die eigentlich essen, aber dann Pupsi wieder mit ihrem Raclette dazwischen gefunkt. Dann war wieder Burger grillen, dann war Bratwurst grillen, dann war Steak fressen angesagt. Jetzt hat das ewig gedauert und jetzt habe ich gesehen, was ist denn das, was da im Kühlschrank noch rumgammelt? Ist nämlich schon alles angelaufen, wenn man das so sieht. Das sieht schon richtig pervers aus. Das möchte ich jetzt aber deswegen mal aufmachen. Möchte das mal probieren. Das kann man in der Pfanne machen. Man kann das aber auch in den Mülleimer werfen. Man kann das in der Pfanne machen oder in der Mikrowelle. Was mich nur irritiert, ich krieg's nicht mal auf. Gut. Hier steht nämlich drauf, ready to eat in 5 minutes. Bei der Zubereitung steht aber, pack's in die Pfanne rein für 3,5 Minuten. Oder pack's für 2,5 Minuten in die Mikrowelle. Ihr könntet es jetzt also 6 Minuten lang machen, indem ihr es 3,5 Minuten in die Pfanne packt und danach anschließend nochmal 2,5 Minuten in die Mikrowelle. Das wäre doch auf jeden Fall genial. Da ich es aber immer noch nicht schaffe, das hier aufzumachen, Mann, würde ich sagen, ich melde mich zurück, wenn es fertig ist. So, jetzt haben wir eine Schere geholt. So können wir es nämlich endlich mal hier oben aufschneiden. Ich hoffe, ich vergesse das nicht rauszuschneiden, sonst sitzt ihr nämlich 5 Minuten allein hier. Wir ziehen mal die Schale hier raus. Puh. Wir genießen den betörenden Geruch, dieses Aroma. Wichtig ist auf jeden Fall, egal ob ihr es in der Pfanne macht oder in der Mikrowelle, packt die Sojasauce raus. Und ich würde sagen, wir sind ja faul, wenn wir die Pfanne jetzt vollsauen, brauchen wir wieder Öl. Und müssen die Pfanne danach sauber machen, also packe ich es einfach in die Mikrowelle, obwohl es gebraten bestimmt besser schmeckt. Adi, guck mal, Adi, guck, Adi, schau mal hier, guck mal. Er macht auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall mal dagegen geatmet, ja. Egal, wir gucken es uns nochmal an, wenn es fertig ist, ich glaube so kaltes, schlabriges Nudelgedöns ist jetzt auch nicht seins. Sieht auf jeden Fall so aus. Teigtaschen mit Gemüsefüllung aus dem Kaufland. So, das sind wir wieder zurück, ne? Die komischen Teig-Gemüsetaschen sind auf jeden Fall fertig. Riecht wie ein altes Suppenhuhn, keine Ahnung. Die sind noch alle halb aufgeplatzt. Sind total matschig, aber wir möchten ja hier diese komische Sojasauce da drauf packen. Beziehungsweise, man hätte ja mal eine so probieren können, ohne Sojasauce und dann so. Nicht so, sondern so dann mit. Also, ihr wisst auf jeden Fall, wie es gemeint ist. Ich muss jetzt erstmal die Sojasauce so austricksen, dass ich hier aufschneiden kann, ohne dass sie mir entgegenspringt. Ah, der ganze Kühlschrank ist voll jetzt mit Soja. Jetzt packen wir das hier oben. Wir tröpfeln das jetzt ein bisschen hier rüber. Das ist sehr schön, dass ihr das nicht sehen könnt. Da habe ich wieder keine Kosten und Mühen gespart. Ne? Wenn ich so halte, seht ihr, dass da was raustropft. Natürlich ist jetzt noch mehr auf den Kühlschrank getropft. So, Moment. Hier, da ist der Tüte. Dann so runterziehen und dann hängt das so ein bisschen dran. Erinnert mich natürlich an Sushi. Fehlt nur noch das Wasabi, fehlt nur noch der Ingwer. So,
Und ich glaube nicht, dass das jetzt was für ein Adi ist, auch wenn der jetzt hier hochgehüpft ist, weil das... Adi, nein! Nein! Nicht an den Finger, da ist auch Sojasauce dran. Guck mal, Adi, das ist doch nichts für dich, oder? Adi, friss! Friss, Adi! Nein, da ist Sojasauce dran! Ja, die ist gefährlich. Wenn du noch weiter hinterläufst, fällt die ganze Pflanze runter. Wir probieren jetzt mal einen so, ohne Sojasauce, ja? Das heißt, ich ziehe mir hier hinten das raus. Das sagt auch Hallo zu euch. Boah, wie altes Unkraut einfach. Ah ja. 3,50 Euro, Alter. Warum nicht, ne? Ist gar nicht mehr so heiß. Ich tue nur so. Ich glaube, ihr braucht wirklich die Soße, Sojasauce dazu. Es schmeckt halt jetzt nach Sojasauce. Ohne schmeckt es halt nach nix. Weiß ich nicht, ob... Kann man ja mal auf eine Party hinstellen, so als Gag. Sagt mal, guck mal, hab da ein paar Kopfkissen mitgebracht, ne? Und mir fehlt da, glaube ich, noch ein bisschen Schärfe. Da ist noch Wasabi drauf oder so Ingwer, das wäre doch genial. Obwohl man sagen muss, es ist ja jetzt auch nicht eklig oder so. Es gibt Sachen, die isst du und fühlst dich total... Er fühlt sich richtig räudig, weil der Geschmack und die Konsistenz eklig ist. Ist halt einfach nur wie so ein... Wie eine schlapprige Nudel mit Gemüse. Kann man also mal mitnehmen, kann man mal probieren. Da fehlt mir ein bisschen Schärfe. Ich werde mir da jetzt gleich noch was drauf machen. Wer das noch restlich essen? 3 Stück haben wir jetzt probiert. Eine ohne Soße, 2 mit Soßen. Sojasauce, naja, wieso nicht? Vielleicht sollte man da trotzdem irgendwas anderes noch dazu essen. So als reines Essen ist mir das eigentlich zu wenig, nix, wie auch immer. Obwohl, Sushi isst man ja auch so, als reine Mahlzeit und sagt, wir sind ja Japaner, wir brauchen nicht so viel, ne? Wir sind ja nicht so dick wie die Deutschen, guck dir den Ramses an. Deswegen essen wir nur so kleine Teigtaschen. Wenn ihr das schon mal probiert habt, könnt ihr mal reinschreiben. Ready to eat in 5 minutes. Asia frische Box. Gyoza Gemüse. Das muss drinstehen. Gyoza Gemüse im Titel. Weil ich immer nachträglich nicht weiß, wenn ich alles weggeschmissen habe, was das eigentlich sein sollte. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Weiß nicht, ob es auch noch andere Sorten gibt. Ob es da auch welche mit Fleisch gibt. Also vielleicht so mit gehackten Zeugs drin. Es gibt ja auch diese... Neben den vegetarischen Frühlingsrollen gibt es ja auch diese vietnamesischen Frühlingsrollen, wo dann auch so wie so Gehacktes drin ist mit. Ist auch eine gute Sache auf jeden Fall. Vielleicht gibt es sowas auch noch in anderen Varianten. Müssen wir mal schauen. Da würde ich sogar 3,50 dafür bezahlen. Oder auch nicht. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.